Benny, hier ist eine super Stimmung. Ich habe zwar nur einen Teil von denen hier, aber wir haben hier den Sieger des letzten Jew Factors bei uns. Ist schon zwar ein bisschen her, aber ihr wart die letzten Sieger als Titelverteidiger. Ihr habt mit eurer unglaublichen Performance damals den Pokal mit nach Hause genommen. Stimmt das? Ja, das steht bei uns im Sniff. Sehr stolz, schauen wir ihn jeden Samstag an und denken uns, das war unsere Leistung. Super. Glaubt ihr, dass sich das dieses Jahr wieder ausgeht, dass ihr den Hauptpreis gewinnt? Ja, also ich glaube, wenn alles richtig läuft, können wir es schaffen. Oh, da ist aber jemand sehr selbstbewusst. Coole Outfits habt ihr abgestimmt? Blau-Weiß, Schwarz-Weiß, ja? Verschiedene. Also die Tänzer tragen blau und, also ja, es ist verschiedene Farben, aber blau, weiß und schwarz. Okay, wir sind schon gespannt. Meine Lieben, ich wünsche euch in erster Linie viel, viel Spaß und genießt es. Hier euer Film. Die Bnei Akiva ist für uns ein Ort, der uns und unsere Liebe zum Judentum und zu Israel stärkt. Jede Woche am Samstag, wenn ich in die Bnei Akiva komme, sehe ich meine Chanichim und es freut mich immer, ihnen was beizubringen und sie bringen mir auch was. Für mich ist die Bea Machanot, Tiulim und alles andere. Die Bnei Akiva ist schon seit meiner Kindheit ein Ort von Freude und Spaß und ich glaube, diese zwei Eigenschaften verbinden uns alle im Sniff. Ich fühle mich durch die Bnei Akiva näher zum Judentum und sie ist der wichtigste Teil meines Lebens. Mit ungefähr 50.000 Mitgliedern weltweit sind wir schon eine Menge. Doch am wichtigsten ist die Verbundenheit, die wir mit anderen Juden und Jüdinnen weltweit spüren, vor allem in Israel. Bei mir war es der Moment, als ich in der Früh zum Wintermachanee gekommen bin und alle überrascht habe, weil keiner geglaubt hat, dass ich wirklich nachkommen werde. Meine Lieblingsmomente der Merkschule waren zum Beispiel, wenn wir alle zusammen gesungen und getanzt haben und man hat sich so vereint. Meine Lieblingsmomente in der Merkiva sind vor allem die Shabbatot zu Tiulim und zu Machanot. Am Israel, Be'eretz Israel, Alpi Torat Israel. Das Volk Israel im Land Israel, nach der Tora Israels. Die Mission der Bnei Akiva ist das Inspirieren und Ermutigen jugendlicher Juden und Jüdinnen mit einem tiefen Engagement für unsere Tora, Zionismus und Gemeinschaft. Denn dafür stehen wir. Für mich ist Zionismus, dass alle Juden eine Heimat haben, wo sie, also ein Heimatland haben, wo sie zurückkehren können. Mir ist Zionismus sehr wichtig, weil einer meiner größten Wünsche ist, dass Juden in Israel völlig angstfrei leben können. Ich finde es auch sehr toll und wichtig, dass die Bnei Akiva auch im Zionismus so sehr repräsentiert. Und wer gewinnt dieses Jahr? Die Bnei Akiva! Und jetzt, Bühne frei für die Bnei Akiva mit dem Song We Found Love!
Riesenapplaus für die Performance von der Bnei Akiva. Moment. Wohin lauft ihr? Wir sind noch nicht fertig mit euch. Wir brauchen euch noch ganz kurz. Ich glaube, die Frage, ob ihr nervös seid, brauche ich euch gar nicht stellen. Ihr habt zumindest nicht den Eindruck gemacht, als wärt ihr nervös. Wie geht es euch jetzt kurz nach dem Auftritt? Super, wir haben es gerockt. Ihr habt es gerockt. Das kann So, erklär mal, wie ist das Ganze abgelaufen? Wie seid ihr zu diesem Lied gekommen? Die Performance, die tänzerischen Einlagen. Wer kann was dazu sagen? Unsere tolle Madrichal Liora Wulff hat das Lied geschrieben und den Tanz choreografiert. Wir sind ihr sehr dankbar dafür. Hey. Ich glaube, wir können von der Bühne gehen. Die machen das alleine, oder? So, liebe Jury, jetzt seid ihr an der Reihe. Von mir und Arik bekommt ihr auf jeden Fall mal 100 Punkte. Aber was sagt unsere wundervolle Jury dazu? David, lass uns mal bei dir beginnen. Eine Wahnsinnschoreografie. Das Licht und der Dance und noch wir. Wow, es ist abgegangen. Es war eine Wahnsinnsshow. Kolakavod Lachem, einen riesigen Applaus noch einmal. Und ja, ihr habt es gemeinsam gerockt, kann ich nur sagen. Danke, David. Lea, dein Input bitte. Ja, also ich muss sagen, wow, das Gesamtbild, die Lights und wie sagt man, der Hintergrund, da ist so viel abgegangen. Abgestimmte Kostüme, die verschiedenen Choreo mit Partner, dann plötzlich auf Huckepack. Da waren einfach so viele different Elemente. Also Gesamtpaket, top. From me, best note. Hey, vielen Dank, Lea. Was für ein tolles Feedback soweit. Carmen, last but not least, bitteschön. Ich kann mich den anderen beiden nur anschließen. Es war mega, eine Top-Choreografie. Wirklich cool gesungen, cooler Text. Beste, super Performance. Wirklich super. Wer hat den Song nochmal geschrieben? Wie heißt die Madricha? Liora Wulff. Ja, bitte nach der Show zu mir kommen. Ein Applaus für Liora Wulff. Und wir können dich dann die Basti Entertainment Group unter Vertrag nehmen. Du kannst dann nach der Show zu uns kommen. Dankeschön. Also, einen großen Applaus an die Titelverteidiger des heutigen Abends, Bnei Akiva.